Ich habe das Spiel verstanden und der rasende Reißer ist besiegt. Willkommen zurück zu The Legend of Spyro Eternal Night. Immer wieder richtig schön antizyklisch. Ich habe eigentlich wieder so mit so einem richtig krassen Kampf gerechnet und habe den des Todes gehypt in gewisser Weise und es war im Endeffekt richtig billig. Naja, gut, wie auch immer. Wir sind jetzt hier immer noch in diesem Fellmut-Arena-Schiffskomplex und müssen jetzt vor allem fliehen. Ne? Cynder wurde wieder entführt. Sie wurde hier eigentlich auch als ja, Gladiator oder Gladiatorin in dem Fall ja festgehalten und wir sollten gegeneinander antreten und das ja, ist mal wieder alles ein bisschen eskaliert. Da gab es ja wieder irgendwelche bösen Dödel, die sie entführt haben und jetzt müssen wir auch erstmal fliehen und sie dann wahrscheinlich im Endeffekt retten. Wir sollen in irgend so ein lustiges Schneegebiet wahrscheinlich, I don't know, weißes irgendwas. Da sollen wir den Historiker offenbar auch selber treffen können. Das ist mir nicht mal bewusst, dass wir ihn auch wirklich persönlich kennenlernen. Keine Ahnung, ob das so ist. Ich weiß auch gerade gar nicht, ob ich jetzt hier schon Sachen übersehen habe. Aber ganz ehrlich, so wirklich care ich eigentlich auch nicht. Ich habe jetzt eh 100% schon verkackt, jetzt ist es eh egal. Aber ich glaube, hier gibt es durchaus irgendwo... Ach, guck mal. Ja. Secrets, die man sich hier anschauen könnte, wenn man ein bisschen offener, mit offenen Augen hier durchgeht. Ich gucke mich einfach noch mal ein bisschen um. Und in einer anderen Sequenz wurde auch erwähnt, dass uns der Jäger einen Brief geschrieben hat, der Jäger aus Avala. Und der wird in diesem Teil, glaube ich, keine Rolle mehr spielen, wenn dann erst sehr, sehr spät am Ende. Aber im nächsten Teil, den ich ja auch, weiß ich nicht, zu 10% vielleicht gespielt habe oder so, der letzte Teil der Reihe dann, auch einer der Hauptgründe, warum ich das hier eigentlich replaye, denn ich möchte die Reihe zum ersten Mal auch wirklich beenden. Trifft den Schalter mit Kreis, um ihn umzulenken, alles klar. Denn den letzten Teil, Dawn of the Dragon, von The Legend of Spyro, habe ich noch nie fertiggestellt und nicht mal annähernd. Erstmal gucken, was man sonst so machen kann. Alles klar. Achso, Moment. Moment, hallo? Achso, ich dachte eigentlich, ich kann das hier runterballern, aber vielleicht auch nicht. Was hat der Schalter jetzt? Achso. Was? Was hat mir das jetzt gebracht? Ist da oben was drin für mich? Ich, was stand da vorhin? Drücke Kreis, um den Schalter umzulegen, stand da, glaube ich, nur. Ach so, guck mal, hier ist eine Kiste übrigens. Kann ich bestimmt irgendwie, oder? Kann ich die schieben? Kann ich sowas? Nein, gar nicht. Also das Logischste ist, das Ding hier runter zu ballern, aber das klappt nicht so wirklich. Okay. Ach so. Jetzt verstehe ich, was ich tun soll. Okay. Ich soll mich hier draufstellen und das Fass in die andere Seite, auf die andere Seite rollen lassen. Und dann müsste ich erstmal dahin, oder? Dann muss ich quasi hier über die Stacheln springen, so, ja, okay. Ach so, das macht alle Stacheln immer runter. Ja, okay, ja, jetzt habe ich es verstanden. Das ist an sich, glaube ich, kein krasses Ding. Das hier scheint übrigens wirklich nur Deko zu sein. Es war so klar, dass ich das zu früh mache und ich bin tot. Supi. Naja. Ja, dennoch bleibt auch nochmal anzumerken, dass wir jetzt wahrscheinlich schon wieder so durch die Hälfte des Spiels durch sind. Wenn nicht sogar schon weiter. Wir sind jetzt immerhin in der dritten Welt. Haben unsere dritte Atemtechnik schon wieder neu erlernt. Das ist Erde. Elektro ist also noch ausstehend und ich kämpfe ja auch gerade nicht besonders... intelligent. Ja, aber es passt. Komm damit durch. Ja, wie sieht es denn eigentlich mit unseren... Wir haben ja bestimmt wieder sehr viel blaues Zeug mittlerweile auch. Ich weiß nicht, was ich so als nächstes eigentlich upgraden soll. Ich glaube, ich würde tatsächlich mal mit Eis weitergehen. Weil ich das gar nicht mal so schlecht finde. Ja, ich bin kein großer Freund von Erde. Ich sehe ihre Vorteile, aber... Das Problem ist halt auch, das ist eher so ein bisschen auf Distanz halten und sowas und ich will, wenn dann entweder Fernangriff haben oder Nahangriff. Ich weiß nicht, ob auf Distanz bleiben, auf Distanz halten wirklich so nützlich ist, wie es sich vielleicht anhört. Das war schon durchaus knapp. Wo muss ich eigentlich genau hin? Ach so, warte, scheiße, da ist noch ein Schatz. Ich dachte, der zählt für beides. Ja, super. Und das war das Letzte, was hier fehlte. Super. Kann ich hier durch eigentlich? Na! Falsche Taste. Warte. Nee, kann ich nicht. Okay, alles klar. Ja, ärgerlich. Das habe ich nicht ganz verstanden, wie das hier gemeint ist. Aber gut. Das ist schon fast schwieriger als die Arena-Kämpfe. Ah, wobei, guck mal, ich habe auch Drachenzeit, ne? Ich habe schon wieder vergessen, das Feature, was bei den Kämpfen schon so präsent war und was auch hier sehr wichtig ist. Oder sagen wir mal, es kann sehr nützlich sein hier an der Stelle. Es ist halt so ein Feature, was ich dann doch ganz gerne vergesse. Leider. Da ist ja nochmal ein Schalter, um zurückzukommen. Ach so, guck mal, und hier ist das Gesundheitsartefakt. Ach so, das ist optional. Ja, okay. Okay, nehme ich mit. Nehme ich mit. Damit haben wir das schon mal erledigt. Was mich gerade aber stutzig macht, ist dieser Schalter. Was öffnet der? Die Stacheln da hinten? Der öffnet irgendwas anderes. Ach, hier die Stacheln. Nee, Moment, Quatsch. Dann meine ich den da, aber der öffnet die Stacheln, ne, um zurückzukommen. Okay, alles klar. Aber... guckt euch das doch mal an. Das ist doch... Ich frage mich halt, ob wir hier das zum Explodieren... Ich will das versuchen, es tut mir leid. Es geht wahrscheinlich einfach gar nicht und da kann man auch nichts wahrscheinlich kaputt machen, aber für den Fall das. Es kann ja sein, dass da vielleicht direkt dann das Magie-Artefakt ist, wer weiß. Die scheinen ja insgesamt sogar ein bisschen schwerer versteckt zu sein, also würde das alles durchaus Sinn machen. Meiner Meinung nach. Deswegen möchte ich jetzt einfach mal gucken, ob wir das vielleicht direkt an der Stelle explodieren lassen können. Ich weiß nicht, ob wir das überhaupt selber anzünden können oder sowas. Spätestens, wenn ich reinlaufe, wird das explodieren. Deswegen möchte ich das quasi einfach selber mal versuchen. Okay, ich weiß jetzt nicht, was... Es ist explodiert, aber es ist jetzt hier... Ja, es passiert nichts, alles klar, okay. Ich wollte es wissen. Ich wollte es wissen. Ich weiß auch nicht, wie viele Federn es hier gibt oder irgendwas. Das ist mir eigentlich komplett egal. Hauptsache, ich habe dieses Gesundheitsartefakt. Das ist mir wirklich das Wichtigste. Ich glaube, jetzt wird es langsam kompliziert. Gut, ich dachte schon, die Flucht von dem brennenden Schiff wäre zu einfach. Daran erinnere ich mich halt auch noch sehr stark. Also das ist so der Teil neben der Arena, an den ich mich hier erinnere. Also gegen ein bisschen Mana mehr hätte ich auch absolut nichts. Ah, der macht 3 Schwalle. Und dann kann ich durch. Ich mache trotzdem mal Drachenzeit. Und springt zu spät ab. Ja, das ist natürlich auch so eine Sache, an die muss man sich dann gewöhnen. Auf geht's! Und die Kamera ist sehr episch darauf, mich genau aus dieser Perspektive abzulichten, was ich extremst kacke finde, weil das ist eine beschissene Perspektive. Okay, der hört gar nicht auf. Oh doch, er hört auf. Und ich bin eigentlich in einem falschen Timing gesprungen, aber dank Drachenzeit ist das absolut nicht erheblich. Kann halt sein, dass jetzt hier überall in der Luft vielleicht noch was hängt, aber das sieht man jetzt auch nicht. Ne? Man sieht es einfach nicht, weil man die Kamera nicht so drehen darf, wie man es gerne hätte. Sondern man muss schön aus dieser Perspektive hier bleiben. Das war auch sehr knapp. Vielleicht kann mich das auch währenddessen gar nicht so richtig verletzen, ich weiß es nicht. Ich werde jetzt mal springen, ich glaube, das ist ein gutes Timing. Ja. Nein! Ist es nicht. Shit. Bitte, Spyro! Belastend, ehrlich. Richtig belastend. Ah, da wundert es mich, dass mich das Ding vorher noch nicht getroffen hat, dieses Feuer. Jetzt nochmal und dann versuchen wir es. Jawohl. Jetzt. Jawohl. Gucken wir mal, ob das auch irgendwie einen Rhythmus hat, wo es nicht schießt. Das ist so kacke. Das ist schon richtig Mario 64. Da kann man sich auch einfach nicht retten. Meine Ausbildung nicht vergessen. Halsmaul, Spyro, bitte. Ist ja nicht so, als mache ich hier gerade irgendwas off-topic. So. Ich mache was für die Quest. Für deine Ausbildung. Mi. Ja, es ist, also das hätte mich eigentlich auch treffen müssen. Aber das ist sowas von nicht möglich, sich da irgendwie zu retten. 1, 2, 3, 4, 5, jetzt. So. Hat es auch irgendeinen Rhythmus? Ja, teilweise. Also 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10. Und jetzt eine kurze Pause. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, und jetzt müssen wir kurz die Gunst der Stunde wahrscheinlich nutzen. Ja, um rüberzukommen. Alles klar. Es ist eine sehr, sehr kurze Pause, die mit Drachenzeit natürlich länger ist. Und ich weiß nicht, woran ich mich gerade verletzt haben soll. Bitte? Aber gut. So wollen sie mir nicht sagen. Es ist halt jetzt schon eine krasse Diskrepanz zwischen meiner Energieleiste und meiner Mana-Leiste. Aber ja, wenn ich halt diese dreckigen Masken nicht finde. Ich meine, guckt euch das an. Wir haben 3 von 5 und 0 von 5. Ich meine, sprich Bände. Die sind einfach zu krass versteckt, meiner Meinung nach. Man weiß halt auch gar nicht manchmal, wann kann man sich hier wirklich gut umgucken und wann nicht. Und vor allem sind die Checkpoints teilweise so beschissen gesetzt. Bei sowas jetzt hier, ich will das halt jetzt nicht alles nochmal machen und da irgendwie einfach mal ins Verderben springen. Einfach nur für den Fall, dass da vielleicht irgendwas sein könnte. Um da wieder alles neu zu machen. Also das sehe ich dann auch wiederum irgendwie nicht ein. Komme ich da so durch? Ja, okay. Beharrlichkeit ist eine Tugend, ne? Ich weiß halt nicht, wann man hier teilweise wo rein kann. Aber ich weiß, safe, dass hier irgendwo was versteckt ist. Eine Feder oder vielleicht sogar ein Artefakt hier, so ein Gedöns, so ein Relikt. Ja, jetzt gehen wahrscheinlich gleich alle Tore auf. Oder ich kann sie vielleicht selber sogar manuell aufmachen. Ah, ich mach das auf, okay. Aber diese einzelnen Zellen kann man locker noch aufmachen irgendwie. Ich weiß noch nicht wie. Aber ich finde es schon mal super, dass wir jetzt mehr Energie haben. Das finde ich echt super. Das kann ich hier komplett. Vielleicht brauche ich auch die Kollegen hier da zur Hilfe, aber ich glaube nicht. Weil die sehen mir jetzt eher aus wie Tore, die aufgehen, so, ne? Wenn man die... Shit. Wenn man da halt Schalter berührt, aber... Ich weiß es nicht. Das hier ist neu, oder? Ach nee, da komme ich her. Never mind. Bloodcaster. Das ist ein Konkurrenzprodukt von YouTube. Oh, hallo. Ist das jetzt der... Nee, ist das der Bereich, wo ich schon mal war? Oder ist das... Ich habe keine Ahnung. Das ist doch bestimmt der Bereich, aus dem die gerade gekommen sind, oder? Wo jetzt hier ebenfalls nochmal Zellen sind, die hingegen offen sind. Ja, genau, das ist der Bereich. Aber ich will ja eigentlich hier in diese ganzen Zellen mal rein. Da ist immer noch keine auf. Ich könnte mir vorstellen, dass am Ende da wieder ein Schalter ist und dann kann ich die Dame vielleicht öffnen oder so. Mal gucken, mal gucken. Vielleicht komme ich da auch überhaupt nicht rein. Auch das ist möglich. Ah ne, guck mal, jetzt bin ich tatsächlich wieder auf dem Rückweg. Okay, ich verstehe gerade nicht ganz, wo ich überhaupt hin muss. Oder komme ich jetzt hier auf der anderen Seite einfach weiter? Kann ich jetzt vielleicht auch sogar einmal rumlaufen? Also ganz habe ich es nicht verstanden. Aber hier ist Molière oder irgendjemand von den... Ach, Mann, sind wir Kleins. Molière, das Schiff wird angegriffen. Wir müssen von diesem Ding runter. Ha, ha. Spyro, bitte! Meine Freunde sind immer noch gefangen und die Kammertüren sind verschlossen. Wir müssen sie irgendwie öffnen. Na gut, bleib hier. Ich komme wieder und hole dich. Ja, ich gehe davon aus, wir machen einen, also wir betätigen einen Schalter und öffnen alles. Sodass wir uns dann schön in jeder einzelnen Zelle umschauen können und auch werden. Ist da was? Nein, hätte ja sein können. Und jetzt geht's also wieder nach draußen. Schön. Ah, das sieht ja spaßig aus. Aber wenn ich eins vom Rasenreiter, ich will nicht sagen gelernt habe, aber wenn ich da eins bemerkt habe, dann ist es, dass die Kanonen angenehmer sind als das Feuer. Und ich glaube, das trifft auch hier drauf zu. Was... Wofür ist hier dieses Schiff? Kann ich da mitfahren? Oder... Der Sinn dieses Schiffes... Ja gut, da werde ich wahrscheinlich ganz am Ende dann in der Sequenz mit den... mal sind wir Kleins drauf fliehen, ne? Jede zweite Kanone schießt, ja, scheint so. Alles klar. Dann werde ich trotzdem mal Drachenzeit nutzen. Och du Scheiße, ich weiß jetzt nicht, ja, natürlich schießt die Kanone jetzt gerade. Ja, ach du Scheiße, ja, okay. Ich muss das... Ich versuche es gerade mal tatsächlich ohne Drachenzeit erstmal, so weit wie es geht. Auf ein neues. Weil ich muss natürlich auch ein bisschen im Blick haben, dass ich nicht immer Drachenzeit nutzen kann. No shit. Oh, okay. Ich überlege gerade, ob man diese eine Planke vielleicht überspringen kann und sollte. Kann wahrscheinlich, sollte, weiß ich nicht. Ob das es einfacher macht? Also gleiten will ich so wenig wie möglich. Wenn, dann Doppelsprünge. Ja, okay, okay. Wir sind in diesem Kasten angekommen. In dem Aufzug, das ist schön. Mal schön umgucken hier. Insofern man das hier umgucken nennen kann. Und insofern man das halt kann. Geht so. Ich glaube immer noch nicht, dass wir jetzt hier einen Checkpoint haben oder so bei dem Aufzug. Deswegen bin ich hier auch schön vorsichtig, wenn's geht. Haut mal ab, bitte. Alter, Vater. Muss ich die besiegen, damit ich da weiterkomme? Oder haben die auch wieder ein Muster? Ich habe noch nicht drauf geachtet bisher. Hallo, Junge, Junge. Skagul. Weg, weg, weg. Tot. Wieso kann er nur nach mir schnetzen, obwohl er eigentlich schon offensichtlich tot ist? Finde ich nicht gut. Ah, okay. Ich kann hier diese Karren nutzen. Kann ich die auch komplett zumachen? Muss ich die komplett zumachen? Ich weiß es nicht. Was hängt denn da? Ist das eine Eule? Eine Schnecke? Was ist das? Das ist irgendwie auf jedem zweiten Ding. Oder so Möwen oder sowas? Keine Ahnung. Ich würde die gerne irgendwie gefahrlos... Ja, Eisbomben. Die funktionieren auf jeden Fall. Das ist schön. Keine Ahnung, ob ich die alle zumachen muss. Vielleicht spawnt da ein Artefakt oder öffnet sich ein Weg oder weiß ich nicht was. Aber ich werde jetzt auf jeden Fall mal alle zumachen. Allein schon, weil es leichter, was sicherer ist. Aber locker bringt mir das auch irgendwas. Locker. Locker Room. Da stehen, ach guck mal, da stehen Kisten. Ich habe das Gefühl, es hat was damit zu tun. Oder komme ich ohne gar nicht weiter? Ich komme ohne gar nicht weiter. Was hat's mit dieser Kiste auf sich? Die ist sehr sass. Aber ich weiß gerade nicht, was ich damit eventuell tun soll. Ach so, okay. Die Eisbombe war nicht mal das Ausschlaggebende, sondern dass ich da vorher schon drauf gepfeffert habe. Das hat nur ihren Rest getan, die Bombe. Ah. Hätte ich komplett darauf verzichten können, dann hätte ich jetzt auch noch volle Mana, aber was soll's. So, was passiert? Auf der anderen Seite passiert was, supi. Ja, dieser Boiler, der explodiert oder was auch immer das sein soll. Und da kann ich jetzt... Ach so, nee, ich habe den Aufzug geschrottet, ja super. No way back. Aber, der war offenbar dafür zuständig, dass diese ganzen Dinger... Okay, jetzt muss ich nur halt einen Rückweg finden, ja, oder wie? Okay, Mole-Yair, du bist in Sicherheit. Lauf ganz weit weg von hier. Merci, mon frère. Vielen Dank. Hoffentlich sehen wir uns wieder. Dann aber unter besseren Umständen. Hm? Viel Glück, Mole-Yair. Hey, der Typ hat mich auf eine Idee gebracht. Warum verlassen wir das brennende Schiff nicht? Noch nicht. Wir brauchen eine Karte zu dieser weißen Insel. Und ich glaube, ich weiß, wo ich eine finden kann. Ich hasse dich, weißt du das? Dito. Also nicht Spyro, sondern ihn. Okay. Dann beginnt jetzt also die Schatzsuche. Ja, ich dachte, ich muss jetzt noch irgendwie fliehen. Ich glaube, da oben war jetzt aber nichts mehr, oder? Ich habe jetzt keine Möglichkeit gesehen, da irgendwas zu machen. Ja, ich werde mich jetzt in jeder einzelnen Zelle umgucken. Ich weiß auch gar nicht, wo wir genau hin müssen. Aber wahrscheinlich müssen wir auch irgendwie sowas in die Richtung tun. Ich glaube, das hier sind einfach nur Animationen. Da ist jetzt nichts wirklich hinter oder sowas. Ah, hallo, eine Schatzkiste. Nicht, dass das jetzt die Karte ist und dann, ne? Man weiß ja nicht, aber nee. Alles mal schön angucken. Da ist einfach nur Gold vergraben. Oder was heißt vergraben? Da liegt begraben Gold. Ja, was haben wir hier drüben? Aber ich komme doch sehr schön schnell mit dem Spiel voran. Also es ist gerade mal die dritte Aufnahme. Und ich bin schon hier... Oh, shit! Ghoul Shiver, mein Gott. Erstmal richtig lesen hier. Rancid. Ja, ich piss mich mal, wenn du Bock hast. Wenn du erlaubst, gestattest. Ja, die Geister scheinen nicht übel zu sein hier. Die Drachenzeit hat ordentlich gereicht, also wundert mich, dass das jetzt so lang war. Da konnte man noch gegenschlagen oder kommt eine Kanone raus, oder? Also eine Kanonenkugel. Zumindest war es einmal so. Hier offenbar nicht mehr, oder... Achso, doch, die ist ja schon da. Okay, alles klar. Was? Ich glaube, das ist eher ein Secret als wirklich was, was wir tun müssen. Was kann man... Ach so. Ah, und dann komme ich ans Gold und da wird irgendwas Tolles sein. Alles klar, ich habe das Rätsel verstanden. Das ist auch gar nicht mal so unglaublich abwegig, wenn man sich das alles der Reihe nach anguckt. Und vor allem sich daran erinnert, was man mal gemacht hat. Das ist hingegen wieder sehr cool. Mussten wir selber noch schießen oder so? Zünden? Ja, mit Feuer, ne? Genau. Das ist cool. Und da ist eine Feder. Und nochmal blaue Kacke. Ich hätte jetzt viel lieber das Magie-Upgrade gehabt, muss ich sagen. Aber das nehme ich auch sehr, sehr gerne mit. Das heißt nämlich, ich bin gut genug, um dieses Secret gefunden zu haben. Hey. Können wir noch eine bekommen eigentlich? Ja, tatsächlich. Also, wenn hier noch mehr Kanonen sind, ne? Vielleicht haben sie das Rätsel mehrfach verwendet. Kann gut sein. Vielleicht am Ende des Ganges nochmal. Oder vielleicht auch einfach in jedem Raum. Ja, das wird eine Aufgabe. Ich werde jetzt so viel natürlich suchen wie möglich. Also, ne? Ich möchte schon gerne alles finden, was ich finden kann. Und das kann ich finden. Und mitnehmen natürlich. Finden allein reicht mir da schon nicht. Das Ganze funktioniert aber... Ach, jetzt muss ich... Ach, das muss ich jetzt zweimal machen. Funktioniert auch nur so lang, wie ich immer mal wieder vielleicht solche Geister bekomme und damit Mana. Oder Mana auf anderen Wegen. Weil, ja... So wahnsinnig viel habe ich schon gar nicht mehr und ich muss es halt jedes Mal anzünden. Wenn ich das jetzt alles für die Federn hier mache und dann ganz am Ende habe ich keine Mana mehr und dann stünde da so ein Magie-Upgrade, das wäre extremst bitter. Könnte passieren. Aber ich glaube jetzt nicht, dass sie das mega ausschlachten werden, oder? Dass es jetzt wirklich in jedem Raum hier so einen Kack gibt oder so. Ich glaube, da gibt es schon eher Räume, wo einfach nochmal Geister sind, wie hier. Hallo, damit habe ich hundertprozentig gerechnet, vor allem, weil der Raum leer war. Ja, ist auch Cynder, allerdings anders geschrieben. Abhauen. Ganz schnell. Ich überlasse ihn erstmal kurz seinem Schicksal hier. Der will sich hoffentlich nicht regenerieren. Der wird ihm bald hinterherkommen, der Sack. Ne, regenerieren tut er sich nicht, das ist gut. Ich müsste aber mal ganz schnell weg. Ja, ich lasse ihn mal ein bisschen verfolgen. Ich habe jetzt hier... Ein bisschen den Überblick verloren, was hier alles, was es für Räume gab, wo ich schon drin war und wo noch nicht und alles. Shit! Ich wollte es unbedingt zu Ende bringen und es hat leider nicht mehr gereicht. Richtig ärgerlich. Aber hey. Wir haben wieder volle Magie. Das ist auch eine Möglichkeit, sie einfach umzubringen. So, das hier war der Raum, in dem der gerade gechillt hat, ne? Das hier ist der Raum, den wir mit der Feder absolviert haben, den zweiten. Und jetzt geht es weiter. Ja, ich ignoriere den jetzt einfach, weil... Ich glaube, es hat keinen Mehrwert, den zu töten. Da gibt es vielleicht auch nochmal was. Aber wenn, dann kommen wir da storytechnisch hin. Wir haben aber noch natürlich die ganze andere Seite. Ja, könnten wir uns anschauen. Das machen wir auch. Hier waren wir ja... Ja, wobei, stimmt, hier waren wir ja teilweise auch schon. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass hier noch mehr ist. Also, da war ja jetzt keine Tür verschlossen auf diesem einen Weg zumindest mal. Hier nochmal irgendwie ein Geist oder irgendwas. Hier war mal, glaube ich, ein blauer Stein hinter. Ein Geist ist hier offenbar auch nicht. Ich glaube nicht, dass die unbedingt von mir gerade erwarten, hier nochmal lang zu gehen. Also, dass jetzt irgendwas Neues noch ist. Ach, guck mal, das ist der Bereich, ja, ja. Ich glaube nicht, dass sie es gerade erwarten. Wobei jetzt, das hier ist jetzt, das ist neu, genau, stimmt. Das hier ist jetzt wirklich neu. Die waren alle zu. Okay, hier wird wieder ein Geist kommen. Oder? Wobei, ich weiß nicht, hier ist auf jeden Fall ein Stein gewesen. Nö, kein Geist. Gut. Das war der rote Stein, ne? Ich vergesse ganz gerne, auf welcher Seite ich zuerst reingehe. Lohnt sich eigentlich überhaupt nicht, die kaputt zu machen, wenn man das nicht braucht, ne? Hier ist nochmal eine Schatzkiste, hallo? Da ist noch nie was Spannendes drin. Holy shit! Meine Güte. Oh, die gegen Feuer sind ja extremst anfällig. Hätte ich das mal früher gewusst. Ja, ich bin momentan tatsächlich in der Phase, wo ich nicht so sehr auf die Elementalsachen zurückgreife. Was interessant ist, weil ich im ersten Spiel eigentlich nur mit Elementar, mit Atem gearbeitet habe. Und kaum mit Combat. Das musste man jetzt hier teilweise aber auch einfach überdenken. Weil man hier halt deutlich zu wenig dafür hat, um einfach krass damit rumzuspammen. Zumindest, wenn man die ganzen Upgrades nicht sammelt, beziehungsweise nicht findet. Ist ja nicht so, als hätte ich sie einfach absichtlich nicht gesammelt. Ich habe sie einfach nicht gefunden. Und dann hat man halt Engpässe. Ja, ich glaube, an sich gibt es jetzt hier nichts Spannendes mehr. Hab schon das Gefühl, dass ich hier noch was übersehen habe, aber ja. Ja, da ist auch noch. Ah, stimmt. Einen Geist hatte ich am Leben gelassen. Das wird wahrscheinlich der jetzt sein. Wenn er einfach gesagt hat, so, ey, ich hätte schon gern, dass du mich tötest. Der war hier drin. Ich guck mal, ob er jetzt nochmal spawnt. Wahrscheinlich nicht. Ja, dann war der das. Dann müsste ich jetzt das Schiff auch erledigt haben, was Geister angeht. Hat sich jetzt auch nichts verändert. Da vorne spawnt locker jetzt der nächste. Wenn ich hier schon diese Schatzkisten sehe. Oder die eine zumindest, die es da gibt. Und wir sind immer noch auf der Suche nach der Karte, wo auch immer die sein wird. Ich weiß ja nicht, ob es noch irgendwie so einen Big Boss gibt hier. Oder ob das quasi schon mit Rasender Reiter, Henker und diesen beiden Skorpionen erledigt ist. Quasi vorgreifend. Wobei wir noch gar nicht die andere Fähigkeit hatten. Da, ah, oh, okay, okay. Das fährt bestimmt hoch hier oder so ein Quatsch. Oder was passiert jetzt? Was ist jetzt passiert? Da oben ist irgendwas Blaues, das interessiert mich. Ich weiß echt nicht, was das jetzt... Was hat das angerichtet? Das Tor hat es jedenfalls nicht geöffnet. Da ist aber jetzt ein Geist, hallo. Kannst du mir sagen, was passiert ist? Ist Pamala? Ich kann jetzt natürlich immer wieder von A nach B laufen und alles, aber... So. Ich sag mal so, so wirklich Lust habe ich dazu jetzt nicht. What happened? Ach. Ich habe gar nicht gesehen, dass sich da was gesenkt hat. Alles klar. Dann würde ich mal sagen, schnell Drachenzeit. Wo kann ich denn überhaupt rein? Schon vorne, oder? Nee, nee. Auf der rechten Seite, glaube ich. Aber eine Sekunde. Ja, auf der rechten Seite. Alles klar. Es ist echt ohne Drachenzeit nicht möglich. Gut. Weiß ich Bescheid. Ist das überhaupt nötig oder optional? Weil ich muss ja eigentlich nötig sein, oder? Also relevant, weil ich wüsste jetzt nicht, wo es sonst weitergeht, wo ich irgendwie noch zu einer Karte kommen könnte. Das ist bestimmt für den Rückweg. Oder auch nicht. Ist aber auch ein Zeitschalter. Ah, der öffnet das Tor, ja. Gehe ich mal stark von aus. Ich würde es gern sehen einmal. Ja, okay. Alles klar. Auch da benötigen wir zwangsläufig Drachenzeit. Und eigentlich auch eine gute Kamera. Perspektive. Ja, das wird nichts, das wird nichts. Oh doch, das wird ganz knapp was. Ich wäre fast aufgespießt worden, aber es hat geklappt. Schön. Alles klar, alles klar. Zweite Runde hier auf dem Schiff. Und die können wir eigentlich auch erst so richtig beim nächsten Mal angehen, würde ich sagen. Ich will euch eigentlich gerade gar nicht so hier haben. Ich würde gerne einfach den Part erstmal beenden. Dann gucken wir uns hier das Deck beim nächsten Mal an. Das machen wir. Bis dahin. Ciao.